In den letzten Wochen wurden mir gehäuft 3 Arten unerwünschter Dinge in meine Feeds gespült. LinkedIn-Cringe, Videos von stramm rechten Autoren und Essays über das Aussterben von Echtzeitstrategiespielen als Genre. Die Rangfolge, was davon wie schlimm ist, könnt ihr euch aussuchen, aber ich möchte über Letzteres reden, denn auch wenn diese Videos durchaus valide Punkte haben, entgeht ihnen meiner Meinung nach etwas sehr Wichtiges. Nun hat, soviel ich weiß, kein Publisher RTS für tot erklärt, so wie es mit Singleplayer-Titeln und Horror als Genre passiert ist. In der Hinsicht war man scheinbar doch lernfähig, nachdem die jeweiligen Statements wie Milch gealtert sind. Der aktuelle Diskurs geht mehr von Spielern bzw. Content-Creatern aus. Ich gehe insofern mit, dass RTS für Publisher unattraktiv geworden sind. Allerdings nicht, weil die Spieler dieses Genre nicht mehr wollen, sondern weil sich die Prioritäten der Publisher verlagert haben und diese beiden Dinge nicht kompatibel sind. Erster Punkt ist die Zielgruppe. RTS sprechen eher ältere Jugendliche und Erwachsene an. Das heißt nicht, dass Kinder damit nicht in Berührung kommen. Ich selbst bin mit Titeln wie Siedler, Supreme Commander, Stronghold und Star Wars Empire at War aufgewachsen. Viele von euch können das sicher nachfühlen, aber wie viele von uns würden rückwirkend sagen, dass wir diese Spiele schon im Grundschulalter auch nur annähernd vollständig erfasst haben? Ich kann es jedenfalls nicht. Was mich aber nicht daran hinderte, Spaß mit diesen Spielen zu haben, alle möglichen Spielereien mit Cheats auszuprobieren, sie machen Cheat-Einheiten einfach nicht mehr wie früher, und vor allen Dingen prägende Erinnerungen zu formen. Erinnerungen, die mich immer wieder zu diesen Spielen zurückbrachten, egal wie ich mich weiterentwickelt habe. Diese Erinnerungen sind wahrscheinlich der Grund, wieso ich mir jedes Video von Spirit of the Lord zu Age of Empires ansehe, obwohl ich eigentlich nur gelegentlich mal eine der neuen Kampagnen spiele. Wobei der Mann auch eine wirklich angenehme Stimme hat. Und wieso ich selbst anfing, alle Siedler 4 Missionen einmal legitim durchzuspielen und zu jeder einen eigenen Videoguide zu machen. Der Rest ist Geschichte. Die Zielgruppe führt uns auch zum nächsten Problem. AAA-Spiele haben längst keinen Anspruch mehr, eigenständige Produkte, geschweige denn Kunstwerke zu sein. Viele Franchises sind zum glorifizierten Vehikel für Microtransactions verkommen. Und hier stellt sich RTS als Genre quer. Eine ältere Zielgruppe hat zwar mehr Geld, lässt sich aber in der Regel nicht so leicht zu Impulskäufen anregen, kann sich besser von Gruppenzwängen abgrenzen und hat ein besseres Verständnis für den relativen Wert der Summen, die sie ausgeben bzw. verlangt werden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und gerade hinter denen sind Entwickler ja leider oft her. Euphemistisch, um nicht zu sagen entmenschlichend, nennt man sie oft Delfine oder Wale. Aber ein RTS kann nicht auf eine Weise monetarisiert werden, mit der man auf Walfang gehen könnte. Anders als in Assassin's Creed oder Call of Duty kann ein RTS sich nicht jedes Jahr mit einem neuen Ableger selbst überflüssig machen. Und Microtransactions sind auch kaum auf eine Weise möglich, die Spieler nicht sofort abstößt. Sobald der kleinste Vorteil für einen zahlenden Spieler entsteht, wird ein Ranking oder ähnliches bedeutungslos. Kosmetische Items sind aber auch kaum umsetzbar. RTS sind nicht auf einen einzelnen eigenen Charakter fixiert, der vom Spieler angepasst werden könnte. Sachen wie Unit-Skins sind aber auch schwierig. Entweder sieht man sie in der Praxis ohnehin nicht, oder sie sind so drastisch, dass die Erkennbarkeit von Einheiten darunter leidet. Und Updates bzw. Add-ons? Hier reicht es nicht, die Grafikabteilung, die in vielen Produktionen zum Ende hin wenig zu tun hat, an ein paar Skins zu setzen. Es muss echter, substanzieller Inhalt her. Missionen, Völker, Zivilisationen, neue Spielelemente, dazu begleiten vielleicht Musik und Sounds. Age of Empires 2 zeigt, wie es geht. Aber die langfristige Investition ist viel größer und der Payoff weder garantiert noch skalierbar. In einer Zeit, in der Spiele nicht nur profitabel sein, sondern jedes Jahr noch größeren Gewinn erwirtschaften sollen, sind das schlicht K.O.-Kriterien, was AAA-Produktionen angeht. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass RTS und Nischen mit ähnlichen Eigenschaften auch deshalb unterrepräsentiert sind, weil wir als Konsumenten, Entwicklern und Publishern zu viel haben durchgehen lassen. Nun haben wir inzwischen eine lebhafte Indie-Szene und auch einige mittelgroße Publisher wie Paradox, die bestimmte Nischen bedienen. Wir sind also nicht gänzlich auf Firmen wie Blizzard, EA oder Ubisoft angewiesen. Aber über die Jahre habe ich einige Indie-RTS gesehen, die vielversprechend aussahen, aber sich trotzdem nicht etablieren konnten. Und ich glaube auch zu wissen, wieso das so ist. Mein Paradebeispiel ist Planetary Annihilation, ein geistiger Nachfolger zu Total Annihilation und damit zu weiten Teilen auch Supreme Commander. Wie viele jüngere Spiele seiner Art scheitert es daran, das Genre von Aspekten befreien zu wollen, die für eine Competitive-Szene irrelevant sind. Somit präsentiert es lediglich die Mechaniken eines anderen guten Spiels in einem Vakuum. Aber das genügt nicht, wenn Spieler eine emotionale Bindung zu einem Spiel aufbauen sollen. Ohne eine solche Bindung ist die Spielerfahrung beliebig durch eine andere austauschbar. Und der Wert von Kunst, die beliebig austauschbar ist, bleibt überschaubar. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Planetary Annihilation und Supreme Commander. Letzteres etabliert ein Sci-Fi-Setting mit 3 zumindest grob charakterisierten Fraktionen.
Es ist nicht mal viel oder besonders robust, aber es genügt, damit Spieler sich mit einer der Fraktionen identifizieren können, eine gewisse Bindung zu dieser entsteht und auch ein gewisses Konkurrenzverhalten zu anderen Fraktionen und im Multiplayer den Spielern hinter diesen. Es hat leider nicht gereicht, um zu verhindern, dass der zweite Teil ein riesiger Rückschritt war, aber deswegen sehe ich auch viel mehr Potenzial in Sanctuary Shattered Sun, über welches mein Kollege Patrick von der Zocker Lounge vor kurzem berichtete. Und nicht, weil es den Anspruch erhebt, sein Vorbild mechanisch zu doppeln. Warcraft begann als Geschichte von Menschen gegen Orks, aber sein Worldbuilding konnte später ein MMO tragen, dessen Erfolg sich auch darauf zurückzuführen ist, dass die Spieler einfach mehr von dieser Welt sehen und erleben wollten. Horde-Spieler verkünden mit Stolz ihre Fraktionszugehörigkeit, während ich Allianz-Spieler viel subtiler in Erinnerung habe. Ich habe vor kurzem zufällig den Trailer zum neu angekündigten WoW-Add-on The War Within gesehen und selbst ohne überhaupt zu wissen, wer diese beiden Dudes sind, kamen ihre Emotionen bei mir an, weil Blizzard wenigstens das noch hinkriegt. Für mich war es mehr die Welt von Mass Effect, die mich hunderte Stunden und eine sehr prägende Clanzeit im vergessenen Koop-Multiplayer des dritten Teils verbringen ließ. Die Sprüche der Erzähler aus Stronghold und Anno sind ikonisch, ebenso kann ich aus bestimmten Age of Empires Kampagnen zitieren und mir relativ sicher sein, dass es verstanden wird. Und wegen emotionaler Bindungen kommt Paradox auch mit Spielen durch, die bei näherer Betrachtung glorifizierte Alphas sind. Man verliebt sich in die Idee eines Spiels, wenn auch nicht unbedingt in das Produkt, das man tatsächlich vor sich hat. Stellaris, welches ich lieben möchte, aber meine Liebe seit mehr als 5 Jahren nicht erwidert, lädt einen dazu ein, sich sein eigenes raumfahrendes Volk auszudenken, wenn einem die Vorgefertigten zu langweilig sind. Was zumindest zeitweise darüber hinwegtäuscht, dass dieses Spiel in der Umsetzung selbst für Paradox-Verhältnisse sehr schwächelt. Planetary Annihilation's Setting, Plot und Worldbuilding sind so nicht existent, dass ich ihn mit einem Wort umfassend beschreiben kann. Roboter. Wenn wir großzügig sein wollen, kann ich 2 draus machen. Roboter existieren. Aber Roboter allein sind nicht bahnbrechend. Selbst die erste Transformers-Serie von 1984 hatte mehr und das war eine glorifizierte Dauerwerbesendung für Spielzeug. Aber als der Film es 1986 dann wagte, Optimus Prime sterben zu lassen, verließen die Kinder in Scharen die Kinos. Der Tod und die spätere Wiedergeburt von Optimus Prime waren so prägend für das Franchise, dass dieses Ereignis in vielen späteren Iterationen immer wieder thematisiert wurde. Weil aus einem Roboter, der sich in einen Laster verwandelt, ein Charakter geworden war, der für etwas stand und an dem Erinnerungen und Emotionen hingen. Planetary Annihilation und ähnlich sterilisierte Spiele haben das nicht und so bleibt nichts, woran Gelegenheitsspieler hängen bleiben oder sich festhalten könnten. Aber genau diese Spieler sind es, die ein Spiel und dessen weitere Entwicklung finanzieren. Blizzard Dev Matt Morris hat 2016 für StarCraft 2 eine Quote von 80% Einzelspielern genannt. Ich würde vermuten, dass es für viele andere Spiele sogar eher noch mehr sind. Bleiben also 20% mehr Spieler. Noch weniger von denen werden regelmäßig, kompetitiv oder sogar auf E-Sport-Niveau spielen. Diese Spieler sind wichtig für die Langlebigkeit eines Spiels. Aber ein Spiel, das nur ihnen Spaß macht, kann gar nicht erst so weit kommen, weil sie erst aus den Gelegenheitsspielern erwachsen. Um meine These zusammenzufassen, wir lieben Spiele wie StarCraft 2, Empire Earth, Warcraft 3, Age of Empires 2, die alten Siedlerteile, Command & Conquer, Rise of Nations, Empire Earth oder Supreme Commander nicht, weil sie mechanisch makellose Meisterwerke sind. Das sind sie oft gar nicht. Ich könnte sicher mindestens ein halbstündiges Video über die Probleme der Siedler sowohl als Reihe als auch für die einzelnen Spiele füllen, ohne viel nachdenken zu müssen. Aber dafür ergeben diese Spiele ein Gesamtbild, das nicht einfach ersetzbar ist. Oft nicht mal durch direkte Nachfolger. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber kurz gesagt, diese Titel sind alle mehr als die Summe ihrer Teile. Und deshalb lieben wir sie auch trotz und manchmal sogar wegen ihrer Ecken und Kanten. Mit Blick auf unser eigenes Projekt, Colonia Prima, sind es genau diese Aspekte, die ich versuche im Blick zu behalten. Weil ein geistiger Nachfolger zu Siedler 3 und 4 mehr sein muss als ein reiner Skirmish-Mode. Und auch wenn manche die Mühe hinter Story und Worldbuilding und daraus folgend auch Kampagnen und KI sicher nicht so wertschätzen oder sogar belächeln werden, wage ich zu behaupten, dass noch kein Spiel daran gescheitert ist, zu viel von sowas gehabt zu haben. Aber sehr wohl an zu wenig.